So, da wären wir wieder. Und eigentlich wollte ich jetzt ja entweder zu Dorn oder zu dem Schatzmeister, aber mir ist eingefallen, dieser Tigel hier könnte das Zeichen sein, Tigel des Vertrauens, könnte das Zeichen sein, das wir brauchen, um hier oben weiterzukommen bei dem Kopf. Und da wollte ich jetzt mal ganz kurz reingucken. Das heißt, ich teste jetzt mal, wie sehr das Geisterlevel respawned ist. Und wenn wir da einigermaßen durchkommen, dann würde ich die Tür ganz gerne öffnen. Wenn jedoch da an jeder Ecke wieder Geister gespawnt sind und wir uns da ein, zwei Folgen durchkämpfen müssten, dann ignoriere ich das Ganze einfach. So, wir müssen... Turm 3? Ach, wir sind schon im Geisterlevel. Okay. Ist hier ja nix, aber meistens ging es ja auch erst hier richtig los. Kommt bisher jedoch nix. Es ist irgendwie beunruhigend ruhig. Aber das soll uns ja nicht stören. Das nehmen wir gleich schon mal mit. Und da kommen die ersten Geister. Aber die kriegen wir ja weggehauen, wie nichts Gutes. Hm? Oh, er hat die grünen Klingen gar nicht mehr. Das müssen wir ganz schnell ändern. Ah, wieso haben wir die anderen beiden Geister eben gerade so schnell umbringen können? Das ging ja richtig flott. Oh, wahrscheinlich Glückstreffer. So. Trotzdem sollten wir uns den Weg ein bisschen einprägen, dass wir nicht zu lange brauchen. Also einfach rechts an der Wand lang. Und wenn die Druckplatte sehen, links rum. Und, oh, da ist eine unsichtbare Wand. Stimmt, da stand auch in den Kommentaren drin, dass ich da was übersehen habe. So, also rechts an der Wand lang. Und wenn wir eine Druckplatte sehen... Weiter und hier die unsichtbare Wand checken. Nix und Heiltrank. Eine Silberlöwe. Ein Silberlöwe, der sogar schlechter ist als die Smaragdklingen. Ja, nee, wird auch verkauft. So. Sonst noch irgendwelche Schalter hier? Nö. Aber ja, ich hätte mir das echt ein wenig komplizierter vorgestellt, hier wieder hochzugehen. Weil die 4, 5, 6 Geister waren jetzt echt lachhaft. Okay, 7, 8. Na gut, was sagt die Tür? Das klingt gut. Und zwei Truhen. Gucken. Was zur Hölle war das? Oh, galenische Plattenrüstung. Die sieht gut aus. Ist aber nicht gut. Aber ist besser als ein Kettenhemd. Und das Kettenhemd ist besser als der Lederwamst. Eine Bolzenarmbrust. Ja, aber Carter sollte sowieso wieder auf Gauner umsteigen, sobald wir hier draußen sind. Denn wir brauchen recht hohen Gauner-Level später. Axt-Sensenmann. Ist aber nicht wirklich gut. Nö. Wird auch verkauft. Und leer. Und die andere Truhe ist weg. Das war dann wohl dieser Knall, den wir eben gerade gehört haben. Und jetzt wären wir aber was ist mit der Tür da? Achso, das war keine richtige Tür. Also ja, jetzt sind wir endgültig mit dem Geisterlevel fertig. Das heißt, wir können jetzt hier gleich die Grube runterspringen. Wenn ich mich nicht mal wieder verlaufen habe. Grube. Zurück. Und hier müssten wir eigentlich runterspringen können. Genau. Jö. Dann hier rum. Chup, 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 chup. Ich glaube, hier könnten wir auch nochmal irgendwo abkürzen. Indem wir bei diesen ganz vielen Gruben einfach runterspringen. Genau hier. So, in der Zwischenzeit kann ich mir auch schon mal überlegen, ob wir jetzt zu Dorn gehen oder zu dem Schatzmeister. Also der Schatzmeister schien mir nicht sehr vertrauenserweckend.
Aber er hat ja auch einen von diesen Pyramiden. Also werden wir so oder so mit ihm sprechen müssen. Das heißt, da eher näher dran sind, gehen wir erstmal zu ihm und sind halt wachsam, ob er jetzt ein Doppelagent ist oder nicht. So, der war in Eivel. Da wollen wir sowieso hin. Denn wir haben ganz viel Zeug zu verkaufen. Wir wollen gucken, ob wir an die 3000 rankommen. Was ich aber irgendwie bezweifle. So, ganz viel Krimskrams. Da gucken wir später mal, ob wir noch irgendwas davon mitnehmen. So, Eivel. Victors Waffen. Das klingt doch gut. There is something you need? Sensenmann bringt 120. So, All right, you go jetzt now. gehen wir aber gleich wieder und laufen mal ganz schnell zu dem Bogenmacher. Denn ich will gucken, ob wir bessere Preise bei den unterschiedlichen Händlern bekommen. Bogenmacher ist da ganz hinten. Weil wenn ja, dann hätte es auch so sein können, dass wir deswegen nicht die 3000 jetzt zusammen bekommen, weil wir halt die Sachen an die falschen Händler verkauft haben. Auch wenn es da nicht so eine große Auswahl gibt. Da. Aber für einen etwaigen zweiten Playthrough wäre das noch ganz interessant. Da. Have you a need for my stock? We will browse a bit again if you don't mind. So. Und, wie viel gibst du uns? I'll take that off your... Nee. Auch nur 120. Na gut, dann haben wir wenigstens da nichts falsch gemacht. Flüstermantel und leise Sandalen behalten wir erstmal. Auch wenn wir nicht wirklich wissen, wie wir die benutzen sollen. Also ob jetzt ein Charakter alle beide tragen soll oder jeder Charakter eins davon, das ist immer... Den Beschützer weiß ich noch nicht, der kann weg. Einen Hammer würde ich ganz gern behalten. Ah, die muss ich mal erstmal angucken. Was haben wir hier? Ein stinknormaler Dolch, der kann auch weg. Der Hammerhai wird besser sein als... Ja, die haben alle besondere Namen. Außer das hier. Langschwert kann weg. Die Kralle kann auf jeden Fall auch weg. Wir haben doch eine Menge zu verkaufen. Aber wir sind erst bei 1500 knapp. So, die ganzen anderen Waffen hier, die müssen wir gleich mal kurz durchchecken. Good luck and happy hunting, my friends. Jupp. So, er hat jetzt 48. Das kann auf jeden Fall weg. Die hier ist nur ein Ticken schlechter. Was hast du? Nee, kann auch weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Der Hammer ist der bessere, also behalten wir den mal. Was ist mit Entropie? Sieht zwar cool aus, aber hat auch keine guten Stats. Ich weiß echt nicht, was mit diesen Waffen auf sich hat. Aber gut, die beiden Waffen können auch weg. Und die Armbrüste, da machen wir gleich mal wieder diesen alten Test. Also wir versuchen alle viel zu verkaufen und die den höchsten Preis geben, die geben wir einfach bei Karte in die Hand. Apropos Bakata, der braucht die Smaragdklingen nicht mehr. Dafür bekommt er dann hier die Armbrüste. So, nochmal rein. Have you a need for my stock? We will browse a bit again if you don't mind. So, die Waffen konnten alle weg. I'll take that off. Das und I'll take that off. Das. I'll take that. So, und jetzt bei den Armbrüsten. Valkyrie 500. Bolzen 300. Erlösung 500. Zwilling 200. Also die beiden sind weniger wert als die beiden. Haben wir noch irgendwelche Fernkampfwaffen? Nee. Das heißt, die beiden kommen weg.
Und damit sind wir fast bei unseren 3000. Das ist doch schon mal schick. Wie viel bringt denn so eine Smaragdklinge? Obwohl, die behalte ich lieber. Den Hammer bräuchten wir eventuell auch. Das heißt, wir haben jetzt momentan nicht wirklich irgendwas über, was schade ist. Aber eventuell kommen wir noch an ein paar Waffen ran. Good luck and happy hunting, my friends. Ja, Bakata geht jetzt Happy Hunting mit 2 Armbrüsten. Und zwar bei Küre und Erlösung. So, als nächstes wollen wir zu dem Schatzmeister. Der ist im Stadtrat, also gar nicht so weit weg. Und dann gucken wir, was er zu sagen hat. Also im Idealfall zeigen wir ihm das Elixier und er drückt uns die Pyramide in die Hand. Vorher speichern wir aber nochmal ab. LP034A und hoffen einfach das Beste. Wo ist der Trank? Da. Don't worry. There are some things more important than money. Well, do you have it? We have the elixir. Well, let me have it. I will apply it if the opportunity arises. I am sorry, sir, but we intend to apply it now. We cannot wait. And furthermore, we will need your key so that we may unlock the protective shroud. I am sorry also. I will only give up my key to Dawn. Perhaps you could bring her here. She is the only hope for Richard. Make haste. I cannot do everything by myself. Ja, das ist schon sehr verdächtig, dass er... Das wollte ich nicht. Geh wieder raus. Are you not patriots? Are you ungrateful for Richard's protection? Where is Dawn? We need your key. Please do not hinder us in our quest to save King Richard. Go find Dawn. I'll give her my key. Be gone. Your intrusions annoy me and threaten my negotiations here. Ja, so, jetzt wegdrehen. Also es ist schon ziemlich komisch, dass er nur Dawn nicht dazu geben will. Zumal sich Dawn ja auch nicht ohne Grund versteckt. Aber na gut, das heißt, wir müssen jetzt zurück in den Eivelwald. Von Eivelwald aus in den unteren Opinwald war das, glaube ich. Und da dann wieder den Wagen suchen. Ausgang. Ausgang. So, was hatten wir hier alles? Ölflaschen, die wir nicht wirklich brauchen. Eine leere Flasche. Ein Ginseng kann ich schaden. Ansonsten nur Krimskrams. Nö, es kann das hier bleiben. So. Darum, darum und hier irgendwo. Oh. Alas, you arrived too late. They have killed my driver. We have the elixir. We only need 2 more keys and we can save King Richard. I'll get Nathaniel's key and then meet you at Wyvil. Oh yes, I nearly forgot. I will need my key. Huh. Nein. No. We've done all the work while you rested here. We will get Nathaniel and Jaren's keys ourselves and save you the trouble. Fools! Enough of your insolence. I want that key. Oh, das ist wohl wieder Scotia. Oh, oh. Wow, okay. Ich wollte eigentlich eine Heilung machen, aber gut. Stromschlag. Ich krieg scheinbar gar keinen Schaden dadurch. Wir hätten mal doch die Waffen behalten sollen. Einfach nur, damit wir jetzt was in der Hand haben. Flucht? Fragezeichen. Ah ne, jetzt können wir die Schilder anscheinend und die Waffen auch einsammeln. Ja, garstiges Biest. Was machen wir da am besten gegen? Das noch und... wo ist das Ding hin? Ah, da hinten. Na, komm her. Und er hat Level Up bekommen. Ja, Scotia ist echt übel. Es könnte später noch schwierig werden.
Zumal eben gerade konnten wir ja fast nichts machen, weil unser Magier-Level nicht hoch genug ist, um da großartig Schaden rauszuhauen. Und ohne die Waffen sind vielleicht aufgeschmissen. Also vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Magier-Level trainieren. Auch wenn das dann heißt, dass wir wesentlich häufiger rasten müssen. So, haben wir jetzt alles. Wir haben zwei Schilder. Schildwaffe, Schildwaffe. Okay. Dann schlafen wir jetzt hier mal und kämpfen uns zur richtigen Dawn durch. Aber erstmal speichern wir kurz ab und machen einen kurzen Cut. LP 034B. Und bis gleich.